Deine Bauknecht-Waschmaschine pumpt nicht mehr ab? In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen Fehler ganz einfach selbst beheben kannst. Wenn die Waschmaschine nicht mehr abpumpt, ist meist erst ein brummendes Geräusch zu hören und irgendwann kommt eine Fehlermeldung. Häufig sind verlorene Gegenstände wie zum Beispiel Eurostücke, Knöpfe oder ähnliches der Grund dafür, dass die Ablaufpumpe nicht mehr richtig arbeiten kann. Und diesen Fehler kannst du ganz einfach selbst beheben. Bei den meisten Waschmaschinen findet man hier unten rechts eine Öffnung, wo hinter der Flusenfilter bzw. die Fremdkörperfalle ist. Das ist bei Bauknecht leider nicht der Fall. Das heißt, du brauchst einen kleinen Schraubendreher und kannst dann hier diese Blende einmal abmachen. Dafür an diesen drei Stellen, wo so ein kleiner Schlitz ist, mit dem Schraubendreher hineingehen und dann die Blende aufheben. Hier rechts befindet sich jetzt die Fremdkörperfalle, die muss herausgedreht werden. Achtung, dabei ist es ganz normal, dass Wasser austritt. Deswegen halte am besten eine Auffangschale darunter. Am besten sogar ein Backblech, denn das ist sehr flach und wenn das Gerät nicht wie hier auf einem Sockel steht, kann man damit dann einige Liter Wasser auffangen. Also die Schale kommt darunter und dann die Fremdkörperfalle aufdrehen. Hier sollte man schon direkt die Fremdkörperfalle auf Fremdkörper untersuchen und die gegebenenfalls entfernen. Dann lohnt sich aber auch ein Blick in das Pumpengehäuse hinein, denn dort hinten ist das Flügelrad und auch da kann ab und an nochmal ein Fremdkörper da sein. Um sicher zu sein, dass die Pumpe richtig arbeitet, am besten mit einem Schraubendreher einmal das Flügelrad bewegen. Bevor du hier irgendwo an die Maschine dran gehst, ist es natürlich wichtig, vorher den Stromstecker zu ziehen, damit das Gerät nicht von alleine losläuft. Wenn du alle Fremdkörper entfernt hast, wird die Fremdkörperfalle wieder eingesetzt und gut zugedreht. Anschließend die Abdeckung wieder anbringen. Jetzt sollte das Gerät wieder einwandfrei abpumpen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es vielleicht eine größere Sache und die Pumpe muss vielleicht ausgetauscht oder überprüft werden. Das ist dann der Fall für einen Kundendiensttechniker. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.